Habt ihr Einladung gekriegt? Nein, nicht von dir. Von Martin. Nö, doch, hab ich. Jetzt kommt was. Enrico? Enrico! Was noch mal schicken? Ich bin jetzt erst gefahren. Hast du? Nein. Vor allem, es gibt wirklich Leute, die diese Dinger mögen. Ich hab dir nochmal geschickt, Enrico. Ich hab nichts bekommen. Bei mir stehst du als eingeladen. Ja, du musst ihn nochmal löschen, weil die Einladung kam da, wo ich Dings war. Am Ladebildschirm. Yes? Mm-mm. Du musst bei mir drauf, musst die Einladung löschen und dann wieder senden. Ich hab dir jetzt auch nochmal eine geschickt, mal gucken, ob die was kommt. Jetzt dann. Jetzt mal so gerade. So, bevor ich aber starte, gehe ich nochmal auf Toilette, um mir was zu trinken. Nächste Bier. Nee, das bin ich. Aber Bier ist eine gute Idee. Ja, Alter, wir haben 2 Uhr. Ernsthaft, das fängt ja schon an zu saufen. Frustsaufen oder was? Nee, das war das Lager von gestern. Jetzt hol ich mir was zu trinken. Das klingt nämlich so. Chef. Hä? Hä? Das heißt wie bitte? Wie? Hä? Fresse. Hä? Aber hast du gerade Fresse zu mir gesagt? Hä? Ja. Was willst du von mir jetzt? Ich will ein Motorradrennen. Ja, sind Punkt-zu-Punkt-Rennen, aber ich glaube, das ist kein Sandrennen, das ist, glaube ich, ein normales Rennen von A nach B. Die Runde hat einer geschafft in 1 Minute 19. Der vierte Platz in 1 Minute 40. Das glaube ich. So, ja, das ich bin sind wieder da. Das sind welche Hardcore-Leute. Warte mal, hier hat einer von meiner Crew was geschafft. Kraftboy 0812. Und Kev hatte ja auch die Runde in 2 Minuten 42 geschafft. Okay. Und ja, das ist jetzt eine andere Spielliste. Und zwar mit den ganzen Sachen, die jetzt aktuell 3x RP und 3x Geld bringen. Hm. Kev, seine beste Runde war 2 Minuten 40. Ja. Ruf. Ich kann nicht hoffen, die gestern gefahren sind. Wir sind. Markus und ich haben gestern noch mal ein bisschen was gemacht. Aber es kann sein, dass wir die gestern mit dabei hatten. Ich hab eine mal gewonnen. Sogar. War zweiter oder was auch immer. Na, da hat es irgendwie ein getuntes Motorrad benutzt. Ja, vielleicht eine Überraschung. Das nehme ich jetzt auch. Aber das sind alles von Rockstar Stelter, das ist jetzt kein gemoddeter Mist oder sonst irgendwas, das ist alles. Ja, da rennt der Kev da wieder. Normalerweise ist das andersrum. Aber. Naja, gucken wir mal. Ich bin wieder frei. Hä? Meiner ist nicht gestorben?
Turbostart. Wenn das Go kommt, einfach auf X, auf R2 drücken. Dann kannst du, hast du Turbostart. Ich weiß, hab die ganze Zeit, aber diesmal hat er gar nicht. Ich hab's gar nicht angenommen. Bei mir hat jetzt wunderbar funktioniert. Ich kann doch nicht Motorrad fahren, gell. Oh, Auto! Oh, ein Auto! Ah! Markus, hast du gesehen, da war ein Auto? Ja, der kam hinter dem Busch. Da war kein Busch, das war eine Straße. Wie viele fahren eine Autobahnstraße? Ich glaube, der Käfer ist weg. Der ist wirklich weg. Herr Vater auf uns, wir wollen mit. Nö. Ich warte am Ziel auf euch. Alles klar. Scheiße, ich bin falsch gefahren. Oh ne, ich bin da so ein Assi, ey. Ja, jetzt geht der Fernseher aus. Hatte ich gerade auch. Das krieg ich doch hin. Jawohl. Alter, ich sehe, der Teil von dem, das weiß ich. Nein, Auto! Ich hab die Ausfahrt verpasst. Wie ein Idiot. Tut das Not? Ich mach's Pacecore wieder mal. Ich kräum von hinten auf. Flanke! Juhu! Dann ist das erste beendet, ich bin nicht mal bei der Hälfte. Es gibt 40 Checkpoints. Schiebung, ihr habt das schon mal gespielt, Schiebung. Ihr habt beschissen, Schiebung. Kev hat gescheatet. Lüge. Nee, Kev, ich gönn's dir mal. Einmal in deinem Leben. Ich hatte aber tatsächlich auch das Glück, dass ich nicht einmal ein Auto erwischt habe. Ich bin einfach so ohne Probleme durchgekommen. Der Markus ist viel über den Lenker abgestiegen, ne? Und trotzdem war er noch mit 6 Sekunden, 6 oder 7 Sekunden nur dahinter. Nee, ich habe nur gesehen, der Morgen so. Der Rekord hat das falsche Motorrad. Ja, der Kev hat oben getuntes gehabt. Die Barty, ja, die Rennbarty. 9 Sekunden ja, am Ende. Nee, war gut. War ein schönes Rennen. Hätte ich eine Kurve nicht so versaut. Wie gesagt, du musst eigentlich, wenn du gut durchkommst und kein Auto mitnimmst, geht's eigentlich. Ne, der Markus ist erstmal über den Lenker abgestiegen. Wobei ich auch zweimal eigentlich Glück gehabt, oh Gott, wo ich zweimal das Glück hatte, dass es wirklich knapp wurde mit dem Auto, wo ich über die Straße drüber bin.